So, kommen wir heute endlich mal zu dem großen Vergleichstest, und zwar zwischen der G7X Mark I und zwischen der Canon 80 EOS 80D. Eigentlich ist es ja ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, denn das eine ist ja eine kleine Kompaktkamera und das andere ist ja logischerweise eine DSLR-Kamera. Kann man nicht wirklich vergleichen, aber der Vergleich sollte ja daraufhin abzielen, hatte ich auch schon mal in den vorigen Videos gesagt, wenn man die Kameras zum Vloggen benutzt. Deswegen will ich das Ganze mal, naja, vergleichen, die beiden Kameras, und dann schauen wir mal, naja, was besser ist und was nicht besser ist. Wie gesagt, ich hatte auch immer schon gesagt oder bin immer noch der Meinung, dass eine perfekte Vlog-Kamera gibt es gar nicht, denn es kommt immer logischerweise auf den Einsatzzweck an. Und wenn man jetzt, sag ich mal, Vlogs macht oder halt eben generell nur Videos für YouTube, ja, dann gibt es halt eben einige Spezifikationen, auf die man ja, achten sollte, einige, die man vernachlässigen sollte. Und ich würde sagen, genau, steigen wir einfach doch mal ein. Grundsätzlich ist das Ganze ja schon mal eine Preisfrage. Denn die G7X in diesem Fall, das ist jetzt noch die G7X Mark I, die hat mal gekostet 550, und die G7X Mark II liegt jetzt roundabout bei 650 Euro. Währenddessen das Setup, was ich jetzt so hier habe, das ist das Setup mit also die Canon EOS 80D, mit dem Rode VideoMic Pro und dem Objektiv 10 bis 18 mm. Dieses Setup kostet komplett ohne Gorillapod 1700 sowieso. Also locker das Doppelte, wenn nicht so noch fast das Dreifache von dem Ganzen. Und jetzt wollen wir halt eben diese Kamera mit dieser mal vergleichen. Und dann sieht man auch, beziehungsweise die Unterschiede sieht man eigentlich jetzt schon auf den ersten Blick. Denn ich habe jetzt im Prinzip bei der Canon komplett rausgezoomt. Bei der G7X ist es auch kompletter Standardmodus, also ganz normaler Auto-Hybrid-Modus. Und ihr seht auf dem ersten Blick, zumindest was für Vlog jetzt sehr, sehr wichtig ist, nicht nur mich, ne, sondern auch das Drumherum. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Das heißt, bei der G7X habe ich jetzt, also hier ist einmal das Ende der Kamera erreicht, dann ist hier das Ende der Kamera erreicht, und wenn ich mich jetzt mal umdrehe zur anderen Kamera rein, dann seht ihr, dass ich hier noch viel mehr Space habe, den ich noch mitfilmen kann. Das heißt, ich sehe jetzt bei diesem Objektiv halt eben viel mehr Raum rundherum um mich drumherum. Das ist bei Vlogs dann nicht ganz unwichtig, denn klar will man auch die Person sehen, um die es sich dreht in dem Vlog, aber man will auch eben halt eben noch was von hinten rum mitbekommen, denn ein Vlog zeichnet sich ja daraus aus, dass man nicht nur der Person folgt, sondern halt logischerweise auch dem Geschehen im Hintergrund. Und ob das jetzt Bokeh hat oder nicht, wo wir gleich später drauf zukommen noch, ist es nicht ganz unwichtig. Also, ja, den Bildausschnitt also auch so weit wie möglich zu haben. Bei der G7X in diesem Fall kann ich jetzt nicht weiter rauszoomen. Das heißt, hier ist Ende im Gelände. Bei der Canon ist jetzt rauszoomen. Ich kann auch nicht weiter rauszoomen, aber man sieht halt schon, ne, wenn man diese Kameras mit der mal vergleicht, dass hier also noch erheblich, also locker ein Drittel, wenn nicht sogar noch mehr Platz noch ist. Wenn ich jetzt hier dir das mal begren die Begrenzung mal mache, einmal hier und drehe mich dann zu dieser Kamera um, sieht man, dass diese Hand hier schon komplett aus dem Bild verschwunden ist bei der G7X. Währenddessen sie bei der Canon also komplett noch mit im Bild ist. Also schon mal ein sehr riesengroßer Unterschied. Dann kommen wir zum zweiten, den ich finde auch wichtigen Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist halt eben das Zoomen. Das heißt, man will hin und wieder mal auch schnell was zeigen. Und dann ist das Zoomen nicht ganz unwichtig. Bei dem 10 bis 18 mm Objektiv kann ich das per Hand machen. Dann geht es auch relativ schnell. Das heißt einmal zack. Ne, also, und wieder raus. Man hört es eigentlich fast kaum. Man kann es so leise machen, auch man kann es auch schnell machen, und dann ist es halt lauter und man hört mal so ein Klack-Klack. Bei der G7X ist das der Nachteil, dass der da im normalen Videomodus tierisch laut ist. Das heißt, man hört die Fokussiergeräusche. Deswegen gibt es ja diesen Hybrid-Auto-Modus. Das hat den Vorteil, man hört keine Fokusgeräusche, aber der Nachteil dabei diesem Modus ist, man kann zoomen, aber ich zeige euch jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal ranzoome, Moment, jetzt muss ich doch mal hier anfassen. So, wenn ich jetzt hier ranzoome, so, dann merkt ihr selber, das dauert ewig. Ewig, 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 ewig. Klar kann sie weiter ranzoomen. Ich kann auch noch mit Digitalzoom machen, aber auch selbst das Rauszoomen dauert gefühlte Stunden. Das heißt, man muss also dann entweder in der Post-Production muss man sich halt eben noch sehr viel Mühe geben, um das zu beschleunigen, das Zoomen, während es bei der Canon mit einem Griff, zack, 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 viel schneller geht. Je nachdem, welches Objektiv man fährt, kann man das Ganze noch viel beschleunigen.
finde ich, ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man mal was zeigen will, dann ist das ein Knackpunkt, weswegen ich bei der G7X auch nie gezoomt habe, weil mir das einfach immer zu lange gedauert hat, das Ganze. So, jetzt kommen wir mal auf einen nicht ganz unwichtigen weiteren Punkt, denn ihr hört gerade die ganze Zeit schon den Ton der Canon EOS 80D, beziehungsweise nicht den Ton der Kamera, sondern halt eben von dem Rode VideoMic Pro. Das ist logischerweise ein Richtmikrofon oder auch Shotgun-Mikrofon, wird das gerne genannt. Das heißt, man nimmt den Ton sehr direkt, sehr klar, direkt über das Mikro auf. Über die Einstellung kann ich bestimmt auch nochmal ein Video machen. Ihr hört auch schon, wenn man jetzt mal nichts hört, dass das Mikro sehr gut ist. Das heißt, man hat keine Umgebungsgeräusche, währenddessen die internen Mikros von der EOS 80D generell scheiße sind, weil sie ein gewisses Grundrauschen haben. Das ist aber nicht ein spezifisches Modell und Problem der EOS 80D, sondern das haben alle DSLR-Kameras. Deswegen macht es immer Sinn, ein externes Mikro aufzusetzen, damit der Ton besser wird. Das wiederum geht bei der G7X nicht, denn die hat logischerweise einfach, nein, nicht logischerweise, sondern leider hat sie eben gar keinen Anschluss. Das heißt, ich muss den Ton der Kamera nehmen und kann gar nicht einen externen Ton nehmen, außer ich habe einen externen Rekorder, den ich benutzen kann. Aber ich kann diesen nicht in der Kamera direkt aufnehmen, weil halt eben kein Anschluss da ist. Also sind die wichtigsten Sachen erstmal der Zoom, finde ich, der Bildausschnitt ist sehr wichtig. Der Ton ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man in irgendwelchen halligen Räumen filmt, ist es wichtig, dass es möglichst wenig Hall ergibt. Das heißt, man muss dann tricksen. Man müsste ein Lavalier-Mikro benutzen, man müsste einen externen Videorekorder benutzen oder. Das fällt bei der EOS 80D mit dem Rode VideoMic Pro eigentlich weg, weil man das Mikro halt um die Kamera so gut einstellen kann, dass es sehr gut kompensiert wird. Das geht wiederum bei der G7X nicht. Das heißt, da kann man nur diese eine Tonart wählen. Man kann nichts großartig austauschen und deswegen ist es wichtig, was für Videos man dreht. Das heißt, wenn man zum Beispiel viele Kochvideos dreht, dann wäre die G7X bildtechnisch zwar super, tontechnisch aber der letzte Scheiß, weil es einfach nicht funktioniert, weil es immer hallig klingt und immer blöd ist, weil man immer eine externe Tonspur nehmen müsste. Deswegen macht es Sinn, sich dann vielleicht da die andere Kamera, das ist auch, worauf ich eingangs schon darauf eingegangen bin, dass es eigentlich ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen ist, weil es immer auf den Einsatzzweck ankommt. Also die Kamera muss nicht unbedingt die beste sein, die muss auch nicht schlechter sein, denn es kommt darauf an, wofür ich sie auch brauche. Deswegen zeige ich euch jetzt mal in den nächsten Punkten, was unter anderem auch noch wichtig ist. Ich finde es nämlich ultra wichtig, dass eine Kamera auch sehr gut fokussieren kann. Nicht nur, dass man die Fokusgeräusche nicht hören soll, was super nervig ist, wenn man immer so ein Pumpen hat oder so ein das hört man bei der EOS 80D fast gar nicht. Da muss es schon wirklich sehr, sehr, sehr leise sein, um das zu hören. Und bei der G7X hört man das auch nicht, was in diesem Hybridmodus auch ganz toll ist. Aber die G7X hat das Problem, nicht das Problem, sie ist einfach nur langsamer. Das ist das Problem. Dafür habe ich jetzt hier eine ganz stinknormale Fanta-Flasche. Um das mal zu demonstrieren. Wir fangen mal mit der EOS 80D an. Und zwar sieht man jetzt mein Gesicht, ja, auch schön scharf. Wenn ich jetzt Flasche vorhalte, zack, bam, ist sie scharf. Flasche weg, Gesicht wieder scharf, zack, Flasche wieder hin, Flasche wieder scharf. Jetzt machen wir das Ganze mal mit der G7X. Also man sieht mein Gesicht, bin scharf, Flasche hin. Ja, ihr habt da gesehen, also sie stellt scharf, aber es dauert ein bisschen länger. So, Flasche wieder wegziehen. Na, es dauert immer ein bisschen länger. Wieder hin, zack. Wieder weg. Na, seht ihr, hin und wieder hat die G7X einfach das Problem, dass sie es hin und wieder nicht schafft. Also auch wenn ich meine Hand vorhalte, kriegt es hin. Auch so. Zack. Auch wieder scharf. Aber es dauert immer noch. Zack. Ja, gefühlt ein bisschen länger. Also, ich sag mal so, diese berühmte Gedenksekunde. Jetzt hier bei dieser Kamera. Zack. Weg. Zack. Hin. Da sieht man, dass es fast kein Unterschied ist. Dass es fast, ja, also bevor man denkt, sie müsste jetzt eigentlich fokussieren, ist es schon da. Ne, das ist also auch ein Riesenunterschied. Oder warum ich mir die EOS 80D auch jetzt noch zu G7X dazu gekauft habe. Weil der Vorteil ist, dass die EOS 80D einen ultra hyperschnellen Fokus hat und man hört gar nichts. Ich kann das ja mal ganz leise machen. Dann hört man vielleicht auch die Fokussiergeräusche. Also wie gesagt, bei der G7X hört man gar nichts. Das ist absichtlich. Deswegen dauert es auch wahrscheinlich diese Gedankensekunde länger, damit man es nicht hört. Bei der EOS 80D hört man es, wenn man ganz leise ist. Und deswegen mache ich das mal. Also ich selber habe es jetzt nicht gehört, aber man müsste halt eben so ein leises
aber nur wenn es ganz leise ist. Das heißt, draußen, wenn man Vlogs dreht oder so, wird man dieses ja sowieso nicht wahrnehmen können. So, was hatte ich denn noch als nächstes, was ich, genau, der Formfaktor. Auch ein nicht unwichtiger Punkt, aber auch dennoch sehr wichtiger Punkt. Der Formfaktor von beiden Kameras unterscheidet sich enorm, denn währenddessen die G7X sehr schön kompakt und klein ist, das heißt mit dem Monitor auch hier so drauf, kann ich das Ganze logischerweise auch einklappen, und wenn ich das eingeklappt habe und die Kamera auch zumache, passt die locker in die Jeans-Hosentasche, ohne dass ich mich da irgendwie großartig für anstrengen muss. Das heißt, sie ist eine geniale Point-and-Shoot-Kamera und ich kann sie sehr gut benutzen, wenn ich sie mal eben schnell brauche. Das heißt, ich kann sie immer in der Jacken- oder Hosentasche mithaben, zusätzlich zu jeder anderen Kamera, kann sie schnell rausziehen, schnell anmachen, schnell filmen. Deswegen auch Point-and-Shoot. Dafür ist der Begriff ja auch erfunden worden, ungefähr. Dafür ist sie genial. Das geht wiederum, logischerweise bei der großen nicht. Die zeige ich jetzt euch auch mal. Und zwar habe ich mit dieser Kamera hier, da kann ich das Display ja auch umdrehen. Das heißt, das Display kann ich auch einklappen. Und ihr seht schon hier, mit meinem Mikro hier oben drauf, das ist schon so ein Riesenklopper, den ich da in der Hand halte. Also das ist, wenn ich das hier so mit der Hand festhalte, das ist schon, der Gerät. Das heißt, das Ding kann man nicht mal eben in die Tasche stecken. Ist auch vom Gewicht her logischerweise auch eine ganz andere Hausnummer. Denn diese Kamera wiegt, ich habe die Daten jetzt nicht ganz im Kopf, aber jetzt einfach vom Gefühl her, wiegt die EOS 80D locker das Dreifache, was die G7X wiegt. Und sie ist halt eben ja unhandlicher. Wie gesagt, sie hat viele Vor-, sie hat viele Nachteile, das haben beide Kameras Vor- und Nachteile. Das sollte man halt eben nicht vergessen dabei. Das heißt, bei dem einen hat man immer, ich sag mal, einen Backstein mit unterwegs, bei dem anderen hat man halt so ein kleines Checkkartenformat dabei. Wobei, wie gesagt, beide geile Videos machen, geile Bilder machen an sich, aber sie unterscheiden sich halt doch, gerade was den Formfaktor betrifft, auf jeden Fall enorm. Gleiches gilt für das Gewicht. Das heißt, ich habe hier den Gorillapod. Das heißt, wenn ich das ganze Ding so in der Hand halte, ist es natürlich auch schon... also eine Stunde lang filmen kann man da nicht wirklich mit, das macht man beim Vlog sowieso nicht, also von daher ist es eigentlich auch halb so wild. Also ich habe mich an das Gewicht also sehr schnell gewöhnt, ich fand das jetzt auch gar nicht störend, ganz im Gegenteil, ich fand es sogar eher angenehm, weil, wieder Vorteil, die Schwere der EOS 80D sogar eigentlich hilfreich ist dabei, das Bild stabiler zu halten. Das ist bei der G7X nicht so. Die ist sehr, sehr schön leicht und klein und kompakt. Dadurch verwackelt es aber auch mal schnell. Wobei die halt, wie gesagt, diesen Stabilisierungsmodus haben, der das auch noch mal anti-verwackelt in dem Sinne. Deswegen ist das auch nicht ganz unwichtig und macht auch was her. Ja, das war eigentlich so mal so ein ganz kleiner Vergleich, zumindest mein Eindruck von beiden Kameras. Wenn ihr euch fragt jetzt, welche Kamera ich jetzt nutze, ihr werdet lachen, ich nehme beide Kameras, weil einfach jede Kamera ihren Einsatzzweck hat. Das heißt, ein letzter Punkt auch noch. Wenn ich vlogge, und ich vlogge mit der kleinen Kamera, mit dem Gorillapod oben drauf, dann werde ich auch, dann denkt einer, ich spreche mit meiner Kamera oder keine Ahnung was. Ich bin irgendwie so einer, der in seine Kamera reinguckt. Kurioserweise ist es mir ja schon häufiger aufgefallen, wenn ich mit der EOS 80D rumlaufe. Moment, sieht man mich dann da hinten? Genau. Dann werde ich oft das angesprochen darauf, ob ich auch YouTuber bin, denn dieses Setup ist ja, nicht nur von Casey Neistat abgeleitet, aber viele laufen ja halt eben mit diesem Setup herum und deswegen wird man da auch als YouTuber erkannt. Die Frage ist, ob das teilweise auch gewollt ist. Das heißt, manchmal will man erkannt werden, also dass man Film macht, es sieht halt eben professioneller aus. Manchmal will man das halt eben nicht. Das heißt, manchmal will man auch mal einfach, ich will jetzt nicht sagen heimlich filmen, manchmal will man einfach unauffälliger bleiben. Es muss nicht unbedingt jeder dann Hans und Franz mitbekommen, dass man filmt. Wie gesagt, es geht hier nicht um heimlich filmen, sondern halt eben, man portiert schon nach außen hin eine gewisse Ausstrahlung. Das heißt, wenn ich eine kleine Kamera bin, dann gelte ich immer so als Touri, der mal so ein Foto macht oder sich selber mal in die Kamera labert, das ist ja wie beim Selfie beim Handy, während man mit so einem großen Setup definitiv immer so als, eher als Profi angesehen wird und die Leute sagen, oh, der ist was, der ist YouTuber, der macht irgendwas, da muss ich mal gucken, irgendwie, oder an den frage ich mal oder so. Das nur mal so am Rande, auch nicht ganz unwichtig für die ganzen anderen Geschichten. Das soll es für dieses Video. Ich sehe schon, ich laber schon viel, viel zu lange, aber das sind auch sehr viele Informationen und ich habe das Ganze mit Sicherheit auch nur ganz grob angerissen.
Deswegen nur mal, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, wenn ihr euch dafür interessiert, welche Kamera soll ich mir kaufen? Wie gesagt, es ist kein großer Vergleich, habe ich jetzt seit zum dritten Mal. Es ist ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Man kann beide Kameras nie gleichsetzen, aber gerade was den YouTube-Bereich betrifft, also sprich, ob ich zu Hause Videos drehe oder halt Vlogs drehe, ist dieser Vergleich nicht ganz unwichtig. Wenn ihr mehr davon wissen wollt oder speziellere Sachen, dann kann ich da beziehungsweise noch mal locker ein Video von machen, weil das sonst hier jeglichen Rahmen sprengen würde. Genau. Ihr Fragen dazu ab in die Comments damit, wenn ihr was anderes sehen wollt oder spezielle Fragen zu einzelnen Modellen habt. Gerade weil ich das Ganze ja jetzt schon so ein, zwei Monate, beziehungsweise die habe ich ja, die G7X, die habe ich jetzt schon seit anderthalb Jahren im Gebrauch und die EOS 18D jetzt seit drei, vier Wochen. Von daher ist das ja jetzt einfach mal so mein persönlicher erster Eindruck, den ich von den beiden Kameras gewonnen habe. Und ich habe mittlerweile auch die Stärken und Schwächen so rausgefunden, von Formfaktor, Ton, tralalalala. Genau, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im nächsten Vlog oder im nächsten Video dann wieder. Und wenn ihr spezieller haben wollt, ja, dann gucke ich mal, dann mache ich eins dazu. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.